Okay, dann möchte ich euch alle einladen jetzt zu der Bodyscan-Übung. Der Bodyscan ist eine Achtsamkeitsübung, bei der es darum geht, Stück für Stück den gesamten Körper mit der Aufmerksamkeit abzutasten. Es geht nicht darum, irgendwas richtig zu machen oder falsch zu machen, sondern vielleicht gelingt es dir, das einfach als eine Zeit zu betrachten, die du mit dir selber und für dich selber verbringst. Und dazu nimm mal eine Haltung ein. Wenn du liegst, dann schau, dass dein Kopf nicht allzu abgeknickt wird und auch nicht nach hinten runterfällt. Vielleicht magst du die Arme so ein bisschen aus den Achselhöhlen rausziehen, dass die Schulter entspannt liegt. Die Beine so ein bisschen auseinander. Bei den allermeisten Menschen fallen die Fußspitzen dabei nach außen. Wenn du das von dir kennst, dass du zu Schmerzen im unteren Rücken neigst, dann kannst du auch die Beine aufstellen. Allerdings sollten die Knie dann zusammenfallen, damit du nicht so viel halten musst. Du kannst die Augen schließen, du kannst aber auch die Augen geöffnet lassen und den Blick leer werden lassen. Und dann nimm einmal Kontakt auf zu deinem liegenden und atmenden Körper oder sitzenden und atmendem Körper. Und vielleicht möchtest du noch für ein paar Atemzüge etwas Gewicht abgeben an die Unterlage. Vielleicht mit jedem Ausatmen. Überflüssige Spannung einfach abgeben. Und dann geh mal mit deiner Aufmerksamkeit zu der Bauchdecke. Und erlaube dir für ein paar Momente, das sanfte sich Heben und Senken der Bauchdecke zu beobachten, zu bezeugen. Mit jedem Einatmen hebt sich die Bauchdecke. Mit dem Ausatmen senkt sie sich wieder. Es gibt nichts zu tun, nichts zu erreichen. Es geht nur darum, jetzt hier in diesem Moment mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Bauchdecke zu sein. In diesem Moment. Und dann geh mal mit deiner Aufmerksamkeit zu den Zehen des linken Fußes. Zum großen Zeh, zum kleinen Zeh und den Zehen dazwischen. Vielleicht kannst du Jucken spüren, kribbeln, Kälte, Wärme, den Impuls, die Zehen zu bewegen, Kontakt mit der Kleidung oder auch gar nichts. Und auch das ist in Ordnung. Es geht um die Qualität deiner Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit zieht über die Fußsohle bis zur Ferse. Vielleicht spürst du den sanften Druck an der Stelle, an der die Ferse den Boden berührt. Und vielleicht auch nicht, und auch das ist in Ordnung. Zum Fußrücken, bis zum Fußgelenk. Immer noch ganz wach und wohlwollend interessiert an allen Empfindungen jetzt in diesem Moment im Bereich des Fußrückens. Und dann dehnen Sie aus die Aufmerksamkeit auf den linken Fuß als Ganzes. Immer noch oder wieder wach und präsent. Und interessiert an allen Empfindungen. Mit dem nächsten Ausatmen verlasse dann den linken Fuß und die Aufmerksamkeit zieht weiter zum linken Unterschenkel. Die gesamte Länge des Unterschenkels abtastend vom Fußgelenk
bis zum Knie. Das Schienbein und den Wadenmuskel. Vielleicht spürst du, wenn du liegst, den Kontakt des Wadenmuskels mit dem Boden. Und vielleicht auch nicht. Und auch das ist in Ordnung. Und das Knie. Gibt es eine Knieinnenseite, eine Außenseite? Kniescheibe, die Kniekehle. Und vielleicht gelingt es dir, tief ins Gelenk hineinzuspüren mit deiner Aufmerksamkeit, ganz wach und wohlwollend interessiert, immer noch oder wieder an all den Empfindungen jetzt in diesem Körperbereich. Aufmerksamkeit zieht dann weiter zum linken Oberschenkel. Auch hier wieder die gesamte Länge des Oberschenkels abtastend. Vom Knie bis zur linken Hüfte. Die Oberschenkelvorderseite. Die Rückseite. Aber auch in die Tiefe des Oberschenkelmuskels hinein spüren, in diesen großen Muskel bis auf den Knochen. Und dann dehn die Aufmerksamkeit aus auf dein linkes Bein als Ganzes, von der Fußsohle bis zur linken Hüfte, das gesamte Bein spüren. Immer noch oder wieder ganz wach, ganz interessiert an allen Empfindungen. Jetzt in diesem Moment. Mit dem nächsten Ausatmen verlasse dann das linke Bein und die Aufmerksamkeit zieht weiter. Mit dem nächsten Einatmen durch die gesamte Länge des rechten Beins bis zu den Zehen des rechten Fußes, der rechten Großzehe, mit dem kleinen Zeh, mit den Zehen dazwischen. Und vielleicht gelingt es dir, jeden einzelnen Zeh zu spüren und zu erforschen mit deiner Aufmerksamkeit. Vielleicht spürst du ein wieder oder hier ein Kribbeln oder Jucken, den Impuls, die Zehen zu bewegen, Kontakt der Zehen mit der Kleidung oder miteinander. Und vielleicht spürst du auch gar nichts. Und auch das ist in Ordnung. Aber vielleicht kannst du auch die Stellen zwischen den Zehen auf deiner rechten Seite wahrnehmen. Lass die Aufmerksamkeit über die Fußsohle bis zur Ferse fließen. Vielleicht spürst du auch hier oder hier den sanften Druck, der entsteht an der Stelle, an der die Ferse den Boden berührt. Geh mit der Aufmerksamkeit zum Fußrücken bis zum Fußgelenk. Und dehnen Sie noch einmal aus
auf den rechten Fuß als Ganzes. Es gibt nichts zu tun, nichts zu erreichen. Es geht noch nicht mal darum, irgendwas richtig oder falsch zu machen, sondern es gilt, mit der Aufmerksamkeit jetzt in diesem Moment zu sein, beim rechten Fuß. Mit dem nächsten Ausatmen verlasse dann den rechten Fuß und die Aufmerksamkeit zieht weiter zum rechten Unterschenkel. Auch wieder die gesamte Länge des Unterschenkels erfassend. Vom Fußgelenk bis zum Knie. Das Schienbein und den Wadenmuskel. Und das Knie. Der Knieinnenseite. Der Außenseite. Der Kniekehle. Der Kniescheibe. Vielleicht gelingt es dir hier oder auch hier tief ins Gelenk hineinzuspüren mit deiner Aufmerksamkeit. Immer noch oder wieder ganz präsent und wach. Ganz offen für alle Empfindungen. Jetzt in diesem Moment, in diesem Körperbereich. Die Aufmerksamkeit zieht weiter zum rechten Oberschenkel. Die gesamte Länge des rechten Oberschenkels vom Knie bis zur rechten Hüfte. Vielleicht kannst du die Auflagefläche des Oberschenkels auf der Unterlage oder dem Stuhl, dem Kissen spüren. Vielleicht die Oberschenkelvorderseite, hier den Kontakt mit der Kleidung. Und vielleicht kannst du auch gar nichts spüren. Und geh auch hier auf der rechten Seite mit deiner Aufmerksamkeit in die Tiefe des Oberschenkels, in diesen großen Muskel. Vielleicht spürst du ein Gefühl von Anspannung oder auch Entspannung. Und dann dehn die Aufmerksamkeit noch einmal aus auf das rechte Bein als Ganzes. Von der Fußsohle bis zur rechten Hüfte das gesamte Bein als Ganzes spüren. Immer noch oder wieder wach und präsent und ganz wohlwollend interessiert an allen Empfindungen jetzt in diesem Moment im Bereich des rechten Beins. Mit dem nächsten Ausatmen verlasse dann das rechte Bein und die Aufmerksamkeit zieht weiter zum kleinen Becken bis zum Schambein. Hier kannst du die Genitalien spüren. Und von hier aus das Gesäß. Und vielleicht gelingt es dir, zwei voneinander getrennte Gesäßhälften zu erspüren, wahrzunehmen.
Und von hier aus möchte ich dich jetzt einladen, deine gesamte Wirbelsäule von unten nach oben mit der Aufmerksamkeit abzutasten. Und zwar möglichst immer zunächst den knöchernen Anteil, die Wirbelkörper und dann das umgebende Weichteilgewebe, die Sehnen und Muskeln. Vielleicht beginnend mit dem Steißbein und dem Kreuzbein, also dem unteren Rücken. Dann der Lendenwirbelsäule. Und auch hier diese wache, wohlwollende Präsenz aufrechtzuerhalten. Ganz egal, ob dir Empfindungen begegnen, die du als angenehm, unangenehm oder auch neutral bewerten würdest. Den Übergang zum mittleren Rücken. Und den mittleren Rücken. Den Übergang zum oberen Rücken und den oberen Rücken. Die Schulterblätter und die Stelle zwischen den Schulterblättern. Und dann dehn dein Gewahrsein auf den Rücken als Ganzes aus, von den Schulterblättern bis zum Becken. Vielleicht spürst du hier die Bewegungen des Rückens beim Atmen. Aufmerksamkeit fließt über die Körperseiten zur Körpervorderseite und hier zum Bauch, zum Unterbauch und ganz genau zur Bauchdecke des Unterbauchs. Und erlaube dir einen Moment lang, das sich Heben und Senken der Bauchdecke im Atemprozess zu beobachten, zu bezeugen. Es gibt nichts zu tun, nichts zu erreichen. Nur hier in diesem Moment mit der Aufmerksamkeit bei der Bauchdecke zu sein. Man zieht die Aufmerksamkeit in die Tiefe des Unterbauchs, zu den Organen hier. Zum Oberbauch, der Magengegend. Ganz in die Tiefe, bis zum Knochen, bis zur Wirbelsäule. Und von hier aus zum Brustkorb. Zunächst die äußere Begrenzung durch das Brustbein und die Rippen. Vielleicht kannst du das sanfte sich ausdehnen der Rippen und des Brustbeins beim Einatmen und das sanfte sich zusammenziehen beim Ausatmen beobachten. Lass die Aufmerksamkeit in die Tiefe des Brustkorbs fließen, zu den Lungen, die sich auch wieder ausdehnen mit dem Einatmen und zusammenziehen mit dem Ausatmen.
Und vielleicht kannst du deinen Herzschlag spüren. Dann dehn die Aufmerksamkeit aus auf die Rumpfvorderseite als Ganzes, von den Schlüsselbeinen bis zum Schambein. Die gesamte Rumpfvorderseite als Ganzes spüren. Immer noch oder wieder wach und wohlwollend interessiert an allen Empfindungen in diesem Körperbereich. Die Aufmerksamkeit sammelt sich bei den Schlüsselbeinen und zieht zu den beiden Schultern. Und mit dem nächsten Einatmen zieht sie zeitgleich durch beide Arme, durch beide Oberarme, Unterarme bis zu den Fingerspitzen beider Hände, zu den Spitzen der Daumen und von hier aus zum gesamten Daumen, zu den Spitzen der kleinen Finger und von hier aus zum gesamten kleinen Finger. Zu den Spitzen der Zeigefinger und von hier aus zu den Zeigefingern als Ganzes. Den Mittelfinger von der Spitze, den gesamten Finger abtastend. Und auch den Ringfinger. Vielleicht gelingt es dir, die Stellen zwischen den Fingern zu erspüren, zu erforschen. Die Handinnenflächen. Die Handrücken. Und nimm beide Hände als Ganzes wahr. Wach und interessiert an allen Empfindungen, jetzt in diesem Moment im Bereich deiner beiden Hände. Die Aufmerksamkeit fließt über die Unterarme, vielleicht zunächst die Beugeseite der Unterarme bis zur Ellenbeuge. Und dann auch die Streckseite der Unterarme bis zum Ellenbogengelenk. Und erlaube dir, einen Moment mit deiner Aufmerksamkeit beim Ellenbogengelenk zu verweilen. Lass die Aufmerksamkeit zum Oberarm ziehen, die gesamte Länge des Oberarms abtastend. Und dann dehn die Aufmerksamkeit noch einmal aus auf beide Arme als Ganzes, von den Fingerspitzen bis zu den Schultern, beide Arme als Ganzes spüren. Mit dem nächsten Ausatmen verlasse dann die beiden Arme und die Aufmerksamkeit zieht weiter zur Halsvorderseite und zum Nacken. Zum Unterkiefer mit den Zähnen. Und
dem Oberkiefer mit den Zähnen? Der Mundhöhle mit der Zunge und dem Gaumen. Und den beiden Lippen. Der Nase mit dem Nasenrücken, den Nasenflügeln und den Nasenlöchern. Und erlaube dir auch hier einen Moment mit der Aufmerksamkeit bei den Nasenlöchern zu verweilen und das Hereinströmen der Einatemluft und das Herausströmen der Ausatemluft zu beobachten, zu bezeugen. Die Unterlider mit den Wimpern. Die Oberlider mit den Wimpern. Die Augäpfel in den Augenhöhlen. Und vielleicht gelingt es dir, die Stelle hinter den Augäpfeln zu erspüren, zu erforschen mit deiner Aufmerksamkeit. Die Augenbrauen und die Stelle zwischen den Augenbrauen. Die Stirn, die Schläfen und die beiden Wangen und die Ohren. Vielleicht zunächst das Äußere der Ohren, die Ohrmuscheln. Und die Ohrläppchen. Aber auch das Innere der Ohren ganz tief ins Innenohr hineinspüren. Und dann dehn die Aufmerksamkeit noch einmal aus auf dein Gesicht als Ganzes. Erlaube dir, mit deiner Aufmerksamkeit deine Gesichtszüge abzutasten. Und auf den Kopf als Ganzes. Und wenn du magst, kannst du dir vorstellen, oben durch den Scheitelpunkt einzuatmen. Dem Scheitelpunkt, das ist der höchste Punkt oben auf der Schädelkrone. Durch diesen Punkt einzuatmen, die so eingeatmete Luft durch den Kopf, den Rumpf, die Beine und die Füße zu schicken und durch die Fußsohlen wieder auszuatmen. Einen nächsten Atemzug durch die Fußsohlen einzuatmen, durch die Füße, die Unterschenkel, die Oberschenkel, das Becken, den Rumpf, die Arme und den Kopf zu schicken und wie ein Walfisch durch den Scheitelpunkt wieder auszuatmen. Wenn dir diese Übung, diese Vorstellung behagt, dann kannst du dir das in eigener Regie für ein paar Atemzüge vorstellen. Vorstellen, wie dein Körper mit jedem Ausatemzug von verbrauchter Atemluft und verbrauchter Energie befreit und mit frischer Atemluft und frischer Energie versorgt wird.
Dabei den Körper in seiner Ganzheit spüren, wahrnehmen, gewahr werden. Wie der hier liegt oder sitzt und atmet. Dann stell dich langsam darauf ein, diese Übung auch wieder zu verlassen. Bring kleinere Bewegungen in deine Hände und in deine Füße. Bevor du die Augen öffnest, vergegenwärtige dir nochmal den Tag, die Stunde und den Ort. Wir sind hier im Tempel des tibetischen Zentrums. Heute ist der 12. April und wir sind am ersten Kursabend Stressbewältigung durch die Praxis der Achtsamkeit. Na, guck nochmal, was dein Körper jetzt braucht. Vielleicht möchte der sich strecken, auf die Seite drehen. Vielleicht möchte der stöhnen, seufzen, gehen und kommen wieder ganz hier zu uns zurück.